Ich reagiere mit euch heute auf das neue Video und zwar auf alle Änderungen und vor allem erfahren wir im heutigen Video, wer die neuen My Team Icons werden. Ich bin mega hyped, abonniert gern kostenlos den Channel und wir sehen auch alle Änderungen, die man ins Game mit eingebracht hat. Abonniert gern kostenlos den Channel. Ja, Leute. Oh mein Gott. Das ist klar. Und das war auch in der Vergangenheit immer ein Riesenproblem von F1, denn viele wünschen sich eigentlich schon seit Jahren, dass es endlich lasergescannte Tracks gibt, denn da gibt es wirklich Riesenabweichungen teilweise. Spa ist, man hat es auch im letzten Gameplay-Trailer schon gesehen, mit dem ich nicht reagiert habe, aber da hat man es auch schon gesehen, dass unnormal viel geändert wurde und dass es die Änderungen eigentlich schon seit 3-4 Jahren in der echten Formel 1 gibt und man die erst jetzt in ins Game mit reingebracht hat. Ich hoffe auch, dass man mit EA endlich einen konsequenten Partner hat, der das nun auch immer gleich umsetzt in den nächst darauf folgenden Game, denn das war echt sehr mühsam, muss ich fast sagen. Silverstone, the home of the British Grand Prix, ja? Has been completely revamped, ensuring players feel every bump and change in elevation. I've noticed straight away the undulation changes in the first sector. Okay. Running down the... Das bedeutet, man hat jetzt auch Bodenwellen, die es in der Tatsächlichkeit gibt, auch mit reingenommen. Finde ich interessant. Ja, macht das Ganze bestimmt auch nicht viel einfacher zu fahren. Und auch mit Traktionskontrolle, Mittel und Selbststalten wird das Ganze tatsächlich vermutlich etwas schwieriger werden. Doch so ist eine Simulation halt. Nichts ist perfekt auf dieser Welt. It's not a flat like a billiard table anymore. You can genuinely see the nuances in the elevation. Which you wouldn't think is at Silverstone, but there it is. Oh mein Gott, Leute, endlich die Riesenüberarbeitung und Belgien hat natürlich... Wow, schaut das gut aus. Oh mein Gott, Leute, das ist jetzt die echte Strecke. Man hat eine Kartbahn einfach hier neben der Strecke und das ist generell komplett anders. Sogar diese Barriere, die ist da ja... Ende des zweiten Sektors gab, wo man gern mal reingerutscht ist, ist komplett weg. Und das schon seit 3 Jahren, habe ich das letzte Mal gehört. Also das ist echt crazy. Oh mein Gott, nein. Wir müssen mal kurz zurückgehen. Guck dich das mal an. Das ist hier tatsächlich diese Kurve, wo Strolly Boy reingekracht ist und da ist jetzt komplett ein Kies. Ich bin immer hier zu weit gegangen und das wird im Rennen ein riesen Problem werden. Aber ich freue mich auch schon mega drauf, dass man solche Fehler jetzt eingehen kann, beziehungsweise wird vermutlich. Aber viele kommen hier ins Kiesbett. It's much better and I really like it. It's still my favorite track, but now it's even better. Oh mein Gott. Wichtig. Qatar has been given a visual overhaul to bring it in line with the changes made to the official track in 2023. Updated curbs. Ja, guckt euch das mal an. Das ist ein komplett anderes Game jetzt, denn wir haben hier tatsächlich nicht mehr dieses überleuchtete, ja, keine Ahnung, Schotterzeug. Man hat hier Struktur im Kies drinnen, Tribünen vor allem mal, aber auch generell. Diese Farben wurden komplett geändert. Die Beleuchtung ist jetzt der Fokus auf die Track und nicht mehr auch neben der Strecke, das auch bei den Winnen und Nachtrennen kaum beleuchtet ist. Also Kiesbetts sind kaum beleuchtet in dem Nachtrennen. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Links das alte, rechts das neue. Und was soll ich euch sagen, das ist wie Tag und Nacht. Leute, was haben die da letztes Jahr gemacht? Ich meine, sie wussten ja noch nicht ganz, wie der Peter Gorsin wird. Aber rechts sieht dann tatsächlich futuristischer aus und auch wesentlich realitätstreuer.
Ja, das Boxengebäude, wo man dann die Box reinfährt, einfach komplett, wirklich komplett anders. Also doch das Dach hier, wow, ist das schön. Ah, das finde ich auch gut. Das finde ich auch gut. Links so dieser Tunnel unter der Strecke durch. Rechts hat man dann komplett auch dieses Gitter drüber gemacht. Finde ich wunderschön. Saudi-Arabia's Jeddah Corniche Circuit now looks better than ever. Wow, wie farbenfroh ist das hier schön. Guckt euch mal an, wie bunt das Ganze ist. Das ist wirklich, ich freue mich wirklich schon mega auf die neuen Strecke, Bauarbeiten der Strecke. Auch Rouge drauf. We've also developed features to give players more realism than in previous games. New and more varied yes, man. Have been added sessions to immerse you in the action. For the first time in series history, we're adding real driver audio samples. Das ist genau das, was ich damals schon im ersten Trailer gemeint habe, dass ich die Stimme von Valtteri Bottas gehört habe und jetzt wurde das quasi bestätigt, dass es tatsächlich auch im Game jetzt ein neues Feature ist, dass echte Stimmen von den Piloten im Game sind. Das müssen wir uns mal kurz anhören. Taken from the previous official F1 broadcasts. F1, guys, but still got some points. Thank you for continuing efforts. Let's keep pushing. Your favorite drivers will now have voice lines during key moments of the game, such as crossing the finish line or crashing out mid-race, adding an entirely new layer of realism and immersion. Yes! What you have done, guys! What you have sogar done. Der spanische Akzent. I'm so proud of you. This is amazing. Das ist geil. All 10 teams have been redesigned from the ground up, using CAD models of the cars and dynamic diffuse global illumination software to improve lighting, shadows and reflection effects during races and cutscenes. The 20 official drivers will look better than ever, thanks to... Guckt euch das mal an, wie viele Cams da nötig sind, um einen Fahrer dreidimensional einzuscannen. Das finde ich echt gut. Prove eye and skin shaders, making F124 the most realistic. Das ist auch cool, ja? Rechts auf jeden Fall, man sieht den riesen Unterschied tatsächlich. Das ist eh klar. The F2 grid will also benefit from the redesigned CAD models of cars and drivers. Jetzt wird's wichtig, Leute. Ich glaube, jetzt erfahren wir, wer die neuen Icons sind. Button 86, Webern 85. What the fuck, man? Mansell bei Mercedes, das ist auch cool. Oh, Button bei Haas, auch interessant. Passt mal der Nader vom letzten Jahr, Kobayashi auch vom letzten Jahr. Das ist sowieso das unnormal geilste. Du kannst es einfach mit einer Ikone eine gesamte Karriere fahren und einfach seine Geschichte weiterschreiben. Including F1 Sim Racing Champions such as Jan Oppmeer and Lucas Blakely. Ooh, cool. For the first time, an exclusive to F124 Champions Edition, 1976 Champion James Hunt. James Hunt ist der erste, die erste My Team Icon, die es jetzt auch im Game geben wird. 1976er Weltmeister. Und wer ist der zweite? Juan Pablo Montoya, das ist aber mal sehr genial. Hier habt ihr es das erste Mal gehört. Yes, man. James Hunt und Pablo Montoya, zwei unterschiedliche Fahrer könnten sie nicht sein, aber zwei wirkliche Helden. Your drivers of choice. Ja. Was für ein geniales Game, Leute. Wir dürfen also mit Pablo Montoya, aber auch mit James Hunt fahren. Und was sagt ihr zu den neuen Features, zu den neuen Streckenänderungen? Ich bin unfassbar hyped aufs Game. Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert gerne kostenlos den Channel. Und wir sehen uns hoffentlich später oder morgen wieder hier auf YouTube. Bis dahin, ciao.